Es gibt Podcasts über Politik, Selbstoptimierung, das Promi-Leben und darüber, wie man im Garten Schädlinge von seinen Rosen fernhält. Was den Boom auf diesem Markt wohl gut verdeutlicht, es gibt sogar Podcasts über Podcasts, also Orientierung im Dschungel der Angebote. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind mit dabei und neu am Start She Likes Tech vom NDR. Ein Chip fürs Gehirn, zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten, um Krankheiten zu heilen. Ist das, was sich Tesla-Chef Elon Musk wünscht, Fantasterei oder Zukunftsvision? Genau das fragt der neue Podcast She Likes Tech vom NDR. Die IT-Journalistinnen Eva Köhler und Svea Eckert gehen hier technischen Phänomenen auf den Grund. Wie funktioniert Gesichtserkennung? Welche Probleme hat die Corona-Warn-App? Das Besondere? She Likes Tech will vor allem weibliche IT-Experten in den Vordergrund stellen. Frauen sind in der Tech-Branche oft immer noch relativ unterrepräsentiert, was schade ist. Und ja, ich glaube, es gibt sehr viele tolle Talente. Viele denken normalerweise, ach Mensch, Softwareentwicklung, das ist doch eher was für Männer. Und sind Frauen überhaupt technisch genug? Und ich wünschte mir, das würde sich einfach ändern, denn das hat absolut gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Erklären, was die Zukunft bringt. Ab heute jede Woche Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und zugeschaltet ist mir nun Svea Eckert, eine der Gründerinnen des Podcasts. Svea, warum braucht es denn diesen Podcast überhaupt? Also wir sehen, dass immer noch viel zu wenig Frauen in technischen Berufen sind. Und das wollen wir damit ein Stück weit auch gerne ändern oder angehen, dass wir sagen, wir wollen Frauen sichtbar machen, denn die da sind, die sind exzellent. Und wir wollen gerne, dass sie auch in der breiteren Öffentlichkeit bekannt werden und dass ihre Ideen und auch ihre Entwicklungen bekannt werden. Und das ist der Grund für diesen Podcast, dass wir zeigen wollen, Frauen beherrschen Technik, sie können es und man kann wahnsinnig viel von ihnen lernen. An welche Zielgruppe richtet sich She Likes Tech? Also an alle, die mehr über Technik wissen wollen, zuerst mal. Also es ist ein Podcast, der sich tatsächlich mit aktuellen technischen Phänomenen beschäftigt. Also Stichwort künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung oder das, was wir gerade in dem kleinen Film gesehen haben, nämlich kann ich mit einem Chip Musik ins Gehirn streamen oder kann ich damit etwa Gedanken lesen? Das ist so der erste Grund natürlich an alle Menschen, die Tech interessiert sind, Frauen und Männer. Und natürlich auch an Menschen, die interessiert sind an Frauenkarrieren in technischen Berufen. Werden denn in diesem Podcast andere Themen besprochen als in einem genderneutralen Tech-Talk? Also zunächst mal nein. Zunächst mal geht es vor allem um Tech. Und ich denke, da reiht sich unser Podcast auch in die Reihe der Tech-Podcasts ein. Wir versuchen, Themen zu ergründen. Jetzt in einer unserer Startfolgen geht es zum Beispiel um Bots auf Instagram. Das sind sozusagen automatisierte Programme, die in den sozialen Netzwerken so ein bisschen auch ihr Unwesen treiben. Es geht aber auch immer ein kleines bisschen darum, um unsere Expertin. Wir laden in jeder Folge eine Expertin ein, eine herausragende Frau in ihrem Fachbereich. Und dann sprechen wir mit ihr darüber, wie sie in der IT, in der Tech-Branche Karriere gemacht hat. Auch welche Stolpersteine es da möglicherweise gab. Also haben zum Beispiel auch uns Interviewpartnerinnen erzählt, dass ihnen das mit dem Programmieren gar nicht immer auf den ersten Blick so abgenommen wird. Oder dass Menschen erstaunt sind nach dem Motto, huch, du programmierst, ich dachte, du machst was Kreatives. Und mit diesen Vorurteilen wollen wir natürlich auch ein bisschen aufräumen. Aber dennoch gibt es ja auch immer noch zu wenig Frauen in der ganzen Branche. An was liegt es, dass sich Frauen offenbar so schwer tun mit dem Thema? Ich glaube, das ist ganz, ganz vielschichtig, dieses Problem. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch das Thema Bildung. Also das heißt, wie wird das Thema Digitalität sozusagen in den Schulen angegangen? Und schaffen wir es sozusagen, Mädchen und Jungs gleichermaßen auch für Technik zu begeistern, ja, für Physik zu begeistern, für Mathe zu begeistern, für Informatik. Und ich glaube, eine Sache, die dazu beitragen kann, ist zu zeigen und auch vorzuleben, dass Technik cool ist. Und das ist natürlich auch was dieser Podcast will. Er will Role Models zeigen, Vorbilder zeigen, also Frauen,
die sozusagen, ja, die nicht irgendeinem typischen Klischee vielleicht entsprechen, sondern die, ja, die aktiv sind, die hübsch sind, die sich auch für Mode interessieren, aber gleichzeitig eben programmieren, aber gleichzeitig eben Ingenieurin sind. Das wollen wir zeigen und aufbrechen. Und ich glaube, das ist ein Grund oder eine Sache, woran wir auch arbeiten müssen. Vielen Dank, Svea Eckert, und viel Erfolg.